Servus Leute, zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir sind immer noch in der Steinzeit, in der Urzeit. Haben an Aelia getroffen. Und hier sind die Spuren, weil uns wurde unser Portalgerät, unser Torkontrollgerät geklaut. Von den Reptilienmenschen anscheinend. Und die Dorfbewohner haben gesehen, dass sie hier in den Süden in den Urwald geflohen sind. Kino, was ist los? Kino, was du machen? Sofort sagen! Mir leid tun, Aelia. Kinosachen von Chrono nehmen. Warum nehmen? Kino Aelia am liebsten mögen, aber Aelia Chrono mögen. Kino sauer. War das wirklich nötig, Aelia? Kino verstehen, warum Aelia schlagen? Aelia Kino nicht mögen. Dummkopf. Aelia Kino am liebsten mögen. Darum Kino nicht schlechte Dinge tun. Schlechte Dinge tut nicht gut. Aelia. Kino leid tun, Aelia. Kino leid tun, Chrono. Kino, Chrono Sache zurückgeben. Nicht haben. Reptiten nehmen. Reptiten? Wohin gehen? Rennen Bäume. Hier. Aelia suchen. Kino zurück nach Ioka gehen. Kino Ioka beschützen. Gut, Aelia. Aelia. Den Namen. Kino Mann. Wenn Aelia sterben oder Baby haben, Kino Häuptling sein. Aelia. Reptiten folgen. Sache von Chrono zurückholen. Ist anscheinend sowas wie, ja, Ehemann. Medium-Trag, okay. Komm, was? Oh, Vögel. Die gibt's auch schon hier. Huhu. Huho. Oh, shit, was ist mit dem? Der verändert die Farbe. Der wird zum Feuerphönix. Ubo. Der lebt ja immer noch. Ui, okay, wenn sie einen bestimmten Treasure bekommen, dann verwandeln sich. Der hat auch mehr Defense und wird gefährlicher. Hier geht's runter. Hier gehen die Spuren überall entlang. Alles natürlich. Hier gehen sie entlang. Hier oben sehen wir doch. Hier unten ist eine Kiste. Hier oben ist eine Kiste. Medium Ether. Die sind nützlich. Sieht nach einem Kampfgebiet aus, so frei wie es hier ist. Okay, ein großer Affe. Ich glaube, der ist. Bei dem ist gut Blitz. Bau, bau. Oder auch nicht. Blitz war anscheinend überhaupt nicht gut. Normaler Angriff ist schon näher. Bau, bau, kam von da. Hier ist wieder eine Truhe. Kampfgebiet? Ja. Da sind einige. Okay, ja, fangen wir an. Wirft uns rum. Und interessant ist auch, der verändert die Position. Normalerweise kann man ja nicht die Position von einem ändern. Der Gegner kann das. Boing! Komm schon. Doch, genau. So, wir brauchen unseren Portalschlüssel wieder, sonst kommen wir hier nicht weiter. Jetzt kommen wir nicht mehr aus dieser Zeit zurück. Hier haben wir alles. Ja, wir haben hier alles. So, dann gehen wir hier rüber. Immer den Fußspuren folgen. Da sind wieder Fußspuren. Sieht aus wie ein Kampfgebiet. Das ist ein Kampf. Das sieht immer wunderbar aus. Bei denen wissen wir, die sind schlecht gegen Magie.
Gut. So. Halt. Ne, doch, geht schon. Dort unten. Das ist eine Truhe. Die kommt man hier irgendwie ran. Wohin kommt man denn hier? Hier geht's entlang. Hier sind Spuren. Hier sind Spuren. Ah, hier ist eine Truhe. Medium Trank. Hier ist ein großes Kampfgebiet. Auf dem nur ein Baubau ist. Nein, da kommen noch mehr. Ja, gut, ein Marmor noch dazu. Das ist bitter. Ach nee, da dachte ich, ich kriege auch Schaden. Naja. Rache! Mit tollen Urzeitwaffen machen wir sie weg. Hier kann man sehr viel Loot gewinnen. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Das war eine Falle. Hier ist der richtige. Auch hier ist ein Kampfgebiet. Ja. Moment, ich habe eine neue Kombo-Fähigkeit. Ich habe ein bisschen trainiert. Blitzbiss. Das habt ihr noch nicht gesehen. Erst wird Ayla vom Blitz getroffen und dann macht sie eine Katzenkratzattacke. Aber das ist noch nicht alles. Die haben noch eine neue Technik gelernt. Den Bohrtritt. Wunderbar, wie die Schatten weggehen, um die Effekte dann da zu haben. Was für eine Krönung der Animation, aber gut. Super Nintendo eben. Oder schlechter PC-Port. Kann man sehen, wie man will. Sie hat keine Magie. Du hast Magie? Na, sie hat immer keine Magie. Kannst einfach mal drauf hitten. Oh, okay, dann das müsste eigentlich fast. Ah. Hätte fast gereicht. So, ich weiß, da hinten ist noch was versteckt. Okay, gut. Und hier geht's weiter. Nein, wir sind durch den Urwald durch. Und hier ist eine Höhle, ein Reptitenbau. Okay. Dum, dum, dum. Das sind coole Viecher. Die bohren nämlich Löcher mit der Zeit. Wenn wir kurz warten, ich weiß gar nicht. Der macht noch ein zweites Loch. Aber die bekämpfen wir jetzt erstmal. Was ist gegen die noch gut? Machen wir mal eine normale Kratzattacke. Machen wir mal Blitz. Eis. Okay, Blitz ist gut. Kratzattacke war jetzt nicht so stark. Eis ist sehr gut. Und Magie ist generell gut gegen die. So, dann gehen wir durch die alternative Öffnung. Genau. Kann natürlich beide Wege gehen. Ich weiß gar nicht, ob die. Ich glaube, die machen keinen alternativen Weg. Wir können auch mal normal gegen die kämpfen, um zu schauen, ob das auch möglich ist. Ja. Ja, das ist auch okay. Die haben zwar eine Panzerung, aber. Ja. Wenn sie nicht in so einer großen Anzahl auftauchen, dann passt es schon. So, dann gehen wir durch die Öffnung. Husch. Hier ist ein Riesenviech. Ich glaube, das hat Probleme mit Blitz.
Abwehr geschwächt durch Elektroschock. Oh ja. Oh ja. Genau, ich wusste doch, irgendein der Dinos hat... Die haben ja auch mir den Tipp gegeben, dass die Dinos Probleme mit Blitz haben. Und ihr seht, wir gehen dann hier absolut optionalen Weg. So, wir haben hier sehr viele Reptilienviecher, die auch Kisten bewachen. Oh shit, da kommt noch einer. Gut, den werden wir erstmal mit dem Blitz schwächen und dann platt machen. Ah, gut. So, der ist weg. Schöner Crit. Gut, 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 gut. Ja, mit dem Steinehelm, den haben wir schon ein paar Mal. Den brauchen wir nicht zwingend mehr. Was wir brauchen, ist eine Kur. So, kämpfen wir mal gegen ein paar von diesen Rumhüpfern. Ich habe leider keine gute Attacke, wo ich alle treffe. So oft das vielleicht. Besser als nichts. Ich habe da die falschen dabei, um hier mehrere zu erwischen. Robo hätte eine AOE-Attacke, Luca hätte eine AOE-Attacke mit Napalm. Aber so wie ich jetzt in der Kombo bin, bin ich eher stark gegen einzelne Gegner. Hier oben geht's weiter. Hier ist noch ein Gegner. Und da kommt einer raus. Okay. Erstmal hier dem seine Abwehr schwächen und dann niedermetzeln. Ich frage mich, wie komme ich hier wieder raus aus der Höhle, weil theoretisch würde ich auch schon gerne den anderen Weg gehen. Ups, das war der falsche. Mist. Wir müssen doch erst den anderen Weg machen. Ja, das war ein bisschen länger geschockt. Oh, jetzt ist sein Schock zu Ende. Na, zum Glück war er schon geschwächt genug. Stark, Äther. Nicht mehr mit, sondern stark jetzt. Hallo, meine Freunde. Was seid ihr für welche? Machen wir mal einen Blitzbiss auf den da. War gegen den Eis gut? Ich glaube schon, oder? Das ist stark gegen den. Ohne Frage. Das war nicht so gut. Das war besser. Deutlich besser. Und weg ist er. Stufe hoch war ja nichts. Interessant. Oh, hier geht ein Weg nach links. Was haben wir hier? Ach, hier ist der Weg nach oben, oder wie wieder? Dann kann ich den anderen Weg direkt auch gehen. Oder einen alternativen. Nee, da kann ich den anderen Weg direkt mal gehen. Den ursprünglich echten Weg. Nein? Oh, shit. Moment. Na, oh, ich muss immer gegen die kämpfen, damit ich durchkomme. Ah, das ist natürlich blöd. Dann muss wahrscheinlich auf der anderen Seite einer ein Loch bohren, einer von diesen komischen Viechern. Ich möchte nämlich auf der rechten Seite. Dann bin ich den normalen Weg gegangen, anstatt den Special Weg. Mist! Dachte mir schon, da rechts ist eine Truhe und hier nicht. Frech. Aber naja, sieht man, dass es halt schon ein wenig her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Besonders solche Details mir nicht gemerkt habe. Was ein bisschen schade ist.
Boah. Wenn ihr das riechen könntet. Oh, was ist das? Das sieht so... Das ist ein Kopf oder irgendwie? In der Wand? Seht ihr das? Könnte sein. Auch wenn ihr riechen könntet, was ich riechen kann. Ich glaube, 10 Grad erstmal... Oh, ich war zu langsam. Erstmal 10 Grad hier in der Nähe. Und was machen die Nachbarn? Grillen. Grillen. Oh, der macht Combo-Attacken, wenn... Nee. Moosrücken. Die kennen wir aus der Neuzeit, da sind sie aber schwach. Hier sind sie jetzt auch nicht die stärksten. Braucht jemand eine Heilung? Küssen. Nein, danke. Oh. Ach, die dürfen mich nicht sehen. So ist das also. Ja, komm mal, machen wir einen Blitz bis auf den. Das ist eine Kombo aus Magie und physikalischer Attacke. Sollte genau, sollte sehr stark sein. Hochinteressant, der flieht. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass die gute Erfahrung oder sowas geben. Ich glaube, da ist der offizielle Weg nach oben. Deswegen versuchen wir es noch einmal. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber das will ich noch einmal versuchen. Könnte ja irgendwas Gutes sein. Das ist, bei dem kann ich einfach durch. Also ich... Genau, das brauche ich. Ich brauche einen, der auf der Seite noch bohrt. Jawohl, dann komme ich auch hier raus. Bei ganz anderen Arten von Gegnern. Die ich auch bekämpfen muss, leider. Das sind doch Heilers. Wir kennen sie aus der... Zumindest kennen wir sie aus der... cool. Wir kennen sie aus der Zukunft. Da existieren diese Wesen auch. Saugt ruhig die Viecher aus. Macht sie dabei kaputt. Wie viel halten die aus? Machen die gar nichts, außer ausgesaugt zu werden? Scheinbar. Naja. Vielleicht haben sie eine eine Konterattacke, wenn ich sie angreifen würde. Ansonsten sind sie einfach bloß extra Lebenspunkte für die. Ist witzig. Kannte ich ehrlich gesagt noch nicht davor. Gibt's hier sonst noch so? Hier unten? Hier unten ist irgendwas. Wahrscheinlich bloß ein anderer Bildschirm. Also... ist noch ein anderer Bereich. Sehr interessant. Vielleicht hätte man da noch mehr bekommen können. Nee, ich möchte gerne mit dir gerne Zyklon auf die beiden. Du darfst einen genau. Na, gute Attacken machen. Den hattet ihr nämlich auch noch nicht gesehen. Die Kratzattacke ist genau dasselbe wie die Blitzattacke, bloß halt ohne Blitz. Schleudern gelernt. Hagelschauer. Oh. Falkenhieb. Falcon Punch. Gibt es da anscheinend noch mehr Gebiete, die man da bekommen könnte? Ja, wir haben hier wieder die Reptiten, die hier rumrennen. Und ich bin auf die diesmal direkt schnell hinter den Weg. Und auch bei denen mal ausgewichen.
gönnen wir uns einfach mal ein bisschen Heilung wieder. Nein, der hat mich doch gesehen. Frech. Schönheit. Aber dafür wirft er den. So, flieht er wieder? Diesmal nicht. Komm, Crit. Ah, schade, der könnte fliehen. Ja, der flieht. Der hätte bestimmt gute Erfahrungen gegeben oder irgendwas. Dafür, dass sie nichts außer Wurfmaterial sind. Oh. Der große Big Boss. Mit seinen kleinen Viechern. So, und du machst eine Kratzattacke. Oh, das hat schon gereicht. Sehr gut. Ich hoffe, es gibt irgendwann einen Speicherpunkt, wo ich heilen kann. Also auch meine Mana-Punkte meinetwegen. Oh, die schläfern gar nicht mehr ein. Die machen jetzt nur noch Schaden mit ihren Geschossen. So wie die beim Berg, wo wir angekommen sind. Das ist gut. Mhm. Chrono, was? Chrono hat irgendwas gelernt? Blitzgar! Und als nächstes lerne ich Engel. Betören. Lenkt Gegner ab, um ihn zu bestehlen. Ah, eine Raubattacke. Das ist nicht schlecht. Könnte ich mir vorstellen. Da gibt es bestimmt ein paar gute Sachen. Du brauchst noch ein bisschen. Okay, Inventar. Gönnen wir uns ein Zelt. Weil solche Speicherpunkte kommen normalerweise aus gutem Grund. Bei den Schuppen meiner Mutter, kann diese fortschrittliche Wäsche von diesen primitiven Affen stammen? Azara! Wingman und Äffchen, sprich du, die neuen Exemplare, scheint etwas weiterentwickelt zu sein als Ayla und ihr lausiges Pack. Sehr gut, das wird die Lage vereinfachen. Sag mir, Affen, wozu dient dieses Gerät? Können wir schon erklären, nicht wahr? Lügner, haltet ihr mich für einen Narren? Niemand würde dir so frei sprechen, wenn das die Wahrheit wäre. Ich glaube, ich muss euch etwas Ehrlichkeit beibringen. Dein Auftritt, Niespel! Okay, Big Boss. Azala ist sozusagen die Königin der Dinos oder so. Ich glaube, wir haben hier... Moment. Hagelschau. Probieren wir mal. Genau, der ist... Das ist so ein Typi. Der wird von Blitz... Okay, er wird von Blitz geschwächt. Aber entlädt sich dann extrem und dann... Oh, ich brauche erstmal einen Aura-Wirbel. Aura-Wirbel. Okay. Ja, ohne einen Blitzangriff kann ich gegen den nicht viel anstellen. Das ist blöd. Ich brauche Blitz. Da. Ein einfacher Blitz müsste reichen. Und dann können wir wieder an Hagelschau gehen. Weil das macht gut Damage. Eis auf sie und sie schleudert die Eisbrocken auf den. Und der macht halt dann wieder eine elektrische Entladung. Das macht er ein bisschen schnell, finde ich. Da brauche ich mal einen Kuss. Sie soll sich selbst küssen. Mua. Traurig, aber ja. Muss ich selbst küssen. Probieren wir mal ganz normal schleudern. Boah, das ist auch nicht schlecht. So, dann warten wir wieder auf die elektrische Entladung. Genau. Ah, falsche. Hier, dann wieder. Aura-Wall.
Fokus. Auf sie diesmal? Ich würde ja gerne mal eine andere Technik einsetzen, aber... Das ist, glaube ich, das Beste, was ich habe, diesen Hagelschauer. Weil Chrono muss dann dauernd seine Resistenzen wegnehmen. Elektrische Entladung. Dann wieder ein Kuss auf sie. So. Ich kann mal Blitzker machen. Das wäre ein AOE-Attacke auf alle. So langsam muss er mal raufgehen, oder? Wir hauen noch mal ein paar Mal drauf. Ja! Perfekt. Nisbel. Das war kein Problem. Die Affen haben den Nisbel bezwungen. Du Chrono, Sachen zurückgeben. Sofort. Also gut. Heute mögt ihr triumphiert haben, aber ihr wisst, dass wir Repetiten... die wahren Herrscher dieser Welt sind. Wir werden uns euch Affen niemals unterwerfen. Funktioniert der Potenzialator noch? Zum Glück scheint er nicht beschädigt geworden zu sein. Asara, ruhig kommen. Asara, ruhig kommen. Aelia, nicht verlieren. Chrono, weggehen? Alter, langweilig. Danke für alles, Alter. Wir hatten sehr viel Spaß bei euch. Mir leid tun, Chrono. Kino stark werden. Mehr stark wie Chrono. Wiederkommen, Chrono. Feiern, trinken, essen, tanzen, kämpfen, Spaß. Komm doch mit. Wiederkommen, Chrono. Mane, Robo auch. Ah, sehe ich gerade. Robo ist jetzt an unserer Seite mit dabei. Okay. Dann gönnen wir uns ein leckeres Wasser. Feinstes Wasser. Schön. Gut. Dann haben wir den Portalisator wieder. Wir haben den roten Stein. Dann können wir jetzt zurück ins Jahre 600. 1000. Zu Bosch. Und dort unser Schwert reparieren lassen. Was heißt unser Schwert? Das Schwert des Helden. Um den Hexerkrieg endlich zu beenden? Fragezeichen? Das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.